Ethno Sorge sitzt im Gesundheitsausschuss für seine Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind am Ende einer spannenden, ereignisreichen Sitzungswoche. Das haben wir gerade eben wieder gesehen, noch kurz vor der Sommerpause einen Handelssprung. Und wir debattieren jetzt, am letzten Tag vor der Sommerpause, ein Gesetz, dessen Verabschiedung ich mir eigentlich schon vor der letzten Weihnachtspause gewünscht hätte. Aber, und das Aber ist jetzt nicht negativ konnotiert, wir haben uns mehr Zeit gelassen, weil es bei dem Patientendatenschutzgesetz zu Recht um ein sehr sensibles Thema geht. Es geht um höchst sensible Gesundheitsdaten. Und insofern war es gut, dass wir auch in den Diskussionen im Ausschuss, bei Anhörungen in den Arbeitsgruppen uns noch mehr Zeit genommen haben. Und ich möchte auch diese teilweise doch sehr kontroversen, aber konstruktiven Diskussionen mit einem Dank verbinden, nicht nur an die eigenen Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen, sondern insbesondere auch an die Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition. Herzlichen Dank dafür. Wir sprechen natürlich im Rahmen des Patientendatenschutzgesetzes über das Thema Datenschutz, weil es eben um höchst sensible Gesundheitsdaten geht. Und da geht es natürlich auch darum, dass diese Daten mit einem sehr hohen Sicherheitsniveau auch nutzbar gemacht werden. Und genau das ist der Punkt. Wir reden darüber, wie können wir Patientenversorgung verbessern, wie können wir Daten, die milliardenfach jeden Tag anfallen, für den Patienten nutzbar machen. Und genau das tun wir mit diesem Patientendatenschutzgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was machen wir mit dem Patientendatenschutzgesetz? Es geht darum, dass wir endlich die elektronische Patientenakte zum Laufen bekommen. Und elektronische Patientenakte hört sich für viele erstmal sehr abstrakt an, aber es geht tatsächlich darum, dass wir Patienten ermöglichen, freiwillig, wenn sie das möchten, einen Anspruch auch gegenüber ihrer Krankenkasse zu haben, dass die ganzen Daten, die jetzt schon bei zahlreichen Leistungserbringern im Gesundheitswesen anfallen, zusammengeführt werden. Dass ich als Patient die Möglichkeit habe, nicht mehr mit der Aldi-Tüte mit vielen Anamnesebefunden, mit Patienten Berichten durch die Gegend zu laufen, sondern dass ich alles im Idealfall auf meinem Smartphone, auf dem Tablet habe und der behandelnde Arzt, der behandelnde Physiotherapeut, die behandelnden Pflegefachkräfte genau wissen, was mir fehlt und ich auch besser behandelt werden kann als Patient. Und ich weiß genau, das haben wir in den Diskussionen ja bereits erlebt, es gibt diejenigen, die sagen, warum habt ihr nicht mehr gemacht, warum habt ihr im Rahmen des Gesetzes nicht noch viel, viel mehr geregelt. Dann gibt es diejenigen von der linken Seite, die sagen, naja, wir hätten noch mal ein bisschen diskutieren sollen, wir hätten noch ein bisschen abwarten sollen. Aber denen sage ich auch ganz klar, ein altes Sprichwort meiner Großmutter, die mittlerweile 85 Jahre alt ist, eine Menge Lebenserfahrung hat, die hat immer gesagt, willst du, dass ein Truthahn nicht fliegt, dann mach ihn fett. Und insofern ist es richtig, dass wir nicht weiter diskutieren, sondern dass wir jetzt loslegen mit Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ich bin froh, dass wir keinen fetten Truthahn hier erzeugt haben, sondern dass wir einen schlanken Adler haben und der hoffentlich bald zum Fliegen kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Patientendatenschutzgesetz enthält sehr, sehr viele Regelungen. Es geht neben der elektronischen Patientenakte um für viele eigentlich triviale Dinge. Es geht darum, wie kann ich mein Rezept elektronisch einreichen? Wie bekommt der Arzt Daten, die er beispielsweise vom Arzt bisher telefonisch bekommen hat, jetzt auf der elektronischen Patientenakte hat? Wir wissen doch alle, wie es momentan teilweise läuft. Jemand kommt aus dem Krankenhaus, kommt zum weiterbehandelnden Arzt, dann gibt es im Idealfall einen vorläufigen Arztbericht. Und viele Ärzte haben dann das Problem, woher bekommen sie die zusätzlichen Berichte, Untersuchungen, CTs, MRTs. Und das wollen wir mit der elektronischen Patientenakte ändern. Wir wollen Schluss machen mit der Zettelwirtschaft, wir wollen Schluss machen mit Mehrfachbefunden, wir wollen Schluss machen mit Doppeluntersuchungen und wir wollen Schluss machen mit unnötigen Untersuchungen, die man bereits auf der elektronischen Patientenkarte speichern kann. Und wir haben ja in der Diskussion der letzten Tage gesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Thema Corona, wie wichtig Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Es ist ja nichts Abstraktes, sondern wir haben gesehen, dass wir auch mangels Alternativen auf einmal viele Dinge im täglichen Leben nutzen. Wir nutzen digitale Möglichkeiten, Videokonferenzen. Und genau das passiert ja jetzt auch in vielen Bereichen. Wir nutzen telemedizinische Sprechstunden. Wir nutzen die Möglichkeit, digitale Möglichkeiten, also strukturierte Datenzusammenführung zum Wohle des Patienten
zu nutzen. Und insofern werden wir auch alle Akteure langfristig in diese Akte, wenn der Patient das möchte, mit einbeziehen, dass der Arzt, die Krankenkasse, das Krankenhaus, aber auch die Pflege, der öffentliche Gesundheitsdienst, Betriebsmediziner, wenn ich als Patient das möchte, Zugriff auf diese Daten haben, um die Behandlungen zu verbessern. Und vielleicht noch ein letztes Wort zum Thema Patienten, die die Datenhoheit haben. Das heißt, Herr Kollege, Sie müssen leider zum Schluss kommen. Hoheit über die Daten heißt für uns, dass wir auch die Möglichkeit eröffnen, dass ich als Patient meine Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen kann. Auch das regeln wir mit dem Patientendatenschutzgesetz. Insofern werbe ich für die Unterstützung, freue mich, dass wir das Gesetz heute verabschieden. Aber auch hier gilt der Grundsatz, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Ich freue mich auf viele weitere Beratungen, die Digitalisierung voranzutreiben. In diesem Sinne herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Soweit Tino Sorge, der hier die Rede eröffnet hat. Wir haben eben auch schon gesehen, dass auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister, schon im Plenum ist. Er ist auch schon als Redner angekündigt in der Mitte der Debatte. Detlef Spangenberg spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Digitalisierung grundsätzlich ist ja eine Art Hilfswissenschaft für die Gesellschaft. Sie darf aber nicht zum Beherrscher der Bürger werden, meine Damen und Herren. Das sollte als Grundsatz gelten. Wenn wir die Sache mal anschauen, was hier vorgesehen ist, dann gehe ich zuerst mal auf die Praktikabilität ein. Die Einführung umfasst ja viele Aspekte, die Thematik Infrastruktur, die elektronische Vernetzung zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen, das Ziel, eine elektronische Patientenakte zu installieren, eine Möglichkeit zu schaffen, medizinische Notfälle schneller erkennen zu können und handeln zu können, Rezepte elektronisch zu versenden und ausgeben zu können. Und aus unserer Sicht, diesem Anspruch wird das hier durch die Bundesregierung vorgelegte Patientendatenschutzgesetz nicht oder höchstens unzureichend nur erfüllt oder kommt dem nicht nach. Die Anwendung und Nutzung der Elektronik im Gesundheitswesen wird von sehr vielen skeptisch gesehen. Es muss aus unserer Sicht so gestaltet sein, dass quasi ein Laie dieses System bedienen kann. Das ist eine kaum zu realisierende Notwendigkeit. Das ist mit den Menschen, die sich nicht mit solch einem System beschäftigen wollen oder können. Die derzeitige Freiwilligkeit, das System zu nutzen zu können, führt zwangsläufig auch dazu, dass es auch eine nicht digitale Anwendung weiterhin geben muss. Der Vorschlag, dass in den Arztpraxen dann der Patient dort an einen Monitor seine Akte einsieht bzw. mit dieser arbeitet, ist aus unserer Sicht weltfremd und zeigt, dass dieser Vorschlag von Leuten kommt, die den Alltag in den Praxen nicht kennen, meine Damen und Herren. Soll sich vielleicht ein Mitarbeiter oder vielleicht der Arzt selbst dann mit dem Patienten an den Monitor setzen und die Akte durchgehen? Das ist Arbeitszeit und technisch nicht zu machen. Nutzen wird es, so sagen es viele, kaum geben. Und die Entscheidungsmöglichkeiten des Patienten führen auch dazu, dass eine unvollständige Akte das Lesen dieser Akte auch erschweren kann. Kritik in vielen Einzelheiten von Seiten verschiedener Sachverständiger und Verbänden. Anreize und Angebote kommen zu kurz, so die Kritik. Fristen, Strafen, Sanktionen durchzuziehen ist auch nicht der richtige Weg. Besonders trifft es mal wieder die Ärzte, die Praxen oder die Krankenhäuser. Die Bundesärztekammer in der Stellungnahme zur Anhörung vom Mai 2020. Die Bundesärztekammer kritisiert die Sanktionsandrohungen. Die Besorgung der notwendigen Komponenten und Dienste für den Zugriff auf die elektronische Patientenakte würden für einen Vertragsarzt unter Androhung einer Honorarkürzung verpflichtend, obwohl er die rechtzeitige Belieferung wie auch die mengenmäßige Verfügbarkeit der für die elektronische Patientenakte benötigten Kollektoren sowie angepasster Praxisverwaltungssysteme nicht beeinflussen könne, so die Bundesärztekammer. Meine Damen und Herren, man begeht hier wieder den gleichen Fehler wie in dem vergangenen Jahr mit dem § 291, wo man zu kurze Fristen für Praxen zur Anschaffung und Anschluss der Telematik-Infrastruktur-Konnektoren mehrmals verlängern musste, weil diese nicht haltbar waren. Forderung der Bundesärztekammer, die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Sanktionen ersatzlos zu streichen. Für Menschen ohne Smartphone oder Tablet oder diejenigen, die diese Geräte nicht nutzen wollen für diesen Zweck, ist das Projekt augenscheinlich nicht konzipiert. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bemängelt, es sei ein praxisfernes Nebeneinander von verschiedenen Systemen, eine Zunahme von Aufwand, statt einer Entlastung auszugehen. Ich gehe mal auf die Sicherheit ein. Der Chaos Computer Club stellt in seiner Stellungnahme fest, dass der Name passt in dem Fall sogar, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht geeignet ist, die diagnostizierten Mängel sowie die ursächlichen Fehlanreize abzustellen. Kritik wird hauptsächlich geübt
an der elektronischen Gesundheitskarte. Diese würde weiterhin unsicher und ohne zuverlässige Identitätsprüfung an die Antragsteller ausgegeben. Statt die Sicherheitsmängel abzustellen, würden diese nun sogar gesetzlich festgeschrieben. Begründung dieses Clubs hier, dieses Chaos-Clubs, Computer-Chaos-Clubs, ist, die elektronische Gesundheitskarte ist nach 291 jetzt schon nach geltendem Recht als Schlüssel bzw. Autorisierungsinstrument für den Zugriff auf besonders schützenswerte Gesundheitsdaten auszugehen. Dies sei nach Aussage in der jetzigen Praxis nicht erfüllt und mit den neuen Regeln aus § 336 Absatz 5 würde dieses geforderte Sicherheitsniveau deutlich abgeschwächt. Diese Verpflichtung zur Sicherung und Identifikation des Versicherten entfiele, die Ausgabe der Authentisierungsmittel wird nicht mehr auf hohem Vertrauensniveau vorgeschrieben. Das ist die Kritik. Bereits durchgeführte erfolgreiche Angriffe auf die Telematikinfrastruktur haben demonstriert, dass es Mängel gibt. Die sind auch sehr gefährlich. Meine Damen und Herren, denken Sie mal bitte ans Arbeitsrecht. Wenn es wirklich möglich ist, auf solche Daten zuzugreifen, wenn ein Arbeitnehmer, ein großer Konzern diese Daten erwischt, was ist mit der Einstellung dann? Er wird nie was sagen. Aber die Menschen haben keine Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen, wenn eine gewisse Akte dort irgendwo landet und man weiß, was er schon mal für Krankheit hatte oder anfällig ist. Meine Damen und Herren, der Computer Chaos Club nennt auch die Verantwortungslosigkeit und schlägt vor, eine unabhängige zentrale Stelle sollte für die Informationssicherheit verantwortlich sein. Und wie IT-Experten bei einer Tagung des Chaos Computer Clubs im Dezember 2019 gezeigt haben, ist es möglich, mit wenig Aufwand und krimineller Energie an einen Heilberufeausweis, einen Connector oder eine elektronische Gesundheitskarte zu gelangen. Weiteres zur Sicherheit. Wenn man über netzbasierte Lösungen nachdenkt, kommt allenfalls die Nutzung über die sogenannte Blockchain in Frage. Dies wird ja zurzeit in Karlsruhe probiert oder durchgeführt, daran wird geforscht seit März 2020. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, über die Sicherheitsaspekte nochmal nachzudenken, wenn man sich dieses System mal näher anschaut. Wie soll ein Arzt auf die Frage den ordnungsgemäßen Anschluss seiner Technik überprüfen? In der Vergangenheit gab es einige Vorfälle, bei denen der Connector von IT-Experten falsch angeschlossen wurde. Wie soll dann ein Arzt als technischer Laie das sicherstellen und überblicken, ob das gesamte System in seiner Praxis, Gerät und Programme, ob die richtig arbeiten und ob er auch immer aktualisierte Daten hat? Die Praxen werden nun, so wieder die Kritik, in Verantwortung genommen für die Daten, Fehlerfreiheit und Aktualität komplexer, dezentraler technischer Systeme, deren Zustand sie nicht allein in ihrer Hand haben oder überschauen können. Es ist unserer Ansicht nach nicht verantwortbar und keinesfalls sicher, sensible Patientendaten zentral im Internet speichern zu wollen. Cloud-Lösungen sind nicht tauglich dafür, so die Meinung. Ärzte und Ärzteverbände sehen die Gefahr, dass sie für die Patientendaten, die bei ihnen sicher aufbewahrt werden müssen, keine Gewähr übernehmen können und gezwungen werden könnten, unter bestimmten Umständen Patientendaten freizuschalten. Diese Meinung kam auch. Das Anlegen des Notfalldatensatzes und dessen Pflege würde hauptsächlich an ihnen hängen bleiben, wie auch die Verantwortung für die elektronische Patientenakte. Insgesamt, meine Damen und Herren, ist zu bemängeln, dass die gesamte Konzeption des vorliegenden Gesetzesentwurfs auf die elektronische Überweisung ganz auf mobile Endgeräte gestützt ist, Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte. Es erscheint, kommen wir zum Schluss, uns diese Geräte aus Sicht der Datensicherheit als nicht sonderlich geeignet. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, Sie ist zu Ende. Letzter Satz, zusammengefasst ist festzustellen, wenn zu viel Kritik von vielen Seiten kommt, ist zu empfehlen, dieses Projekt noch einmal gründlich zu überdenken, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Soweit Detlef Spangenberg, der hier häufiger den Chaos Computer Club angesprochen hat. Nächster Redner ist von den Sozialdemokraten Dirk Heidenblut. Er sitzt im Gesundheitsausschuss für seine Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aller guten Dinge sind drei. Diesmal aber nicht, weil wir drei Anläufe unternommen haben, sondern weil es drei gute Gesetze sind, die mit diesem sozusagen abgerundet werden. Mit dem E-Health-Gesetz wurde gestartet, mit dem DVG nachgelegt und mit dem Patientendatenschutzgesetz wird jetzt ein rundes Paket daraus. Auch wenn der Kollege Sorge natürlich recht hat, wir können da immer noch weitergehen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich persönlich freue mich jetzt erstmal, dass wir ein rundes Paket haben
Und es ist ein gutes, es ist ein sicheres, es ist ein vernünftiges, es ist ein im Übrigen in weiten Teilen bezogen auf die Kritik, die hier in diesem vorhergehenden Vortrag deutlich gemacht wurde, deutlich nachgebessertes Gesetz, das allerdings die Sicherheit, den Datenschutz massiv in den Vordergrund stellt. Und nein, niemand muss sich Sorgen machen, wenn er sich für eine elektronische Patientenakte entscheidet, dass diese Akte irgendwo wild auf der Straße danach zu finden sein wird. Wir haben ein sicheres, wir haben ein gutes System gefunden und wir haben auch für das Ausgabesystem der elektronischen Gesundheitskarte oder und des PINs ein vernünftiges System gefunden. Ist also alles sozusagen völlig daneben, was hier im Vortrag sozusagen gerade gebracht wurde. Scheuen Sie nicht davor zurück, dass das für Sie möglich ist. Und ein zweites will ich auch noch klarstellen, weil offensichtlich der Vorredner das Gesetz auch nicht so gelesen hat. In dem Gesetz steht nicht drin, dass irgendjemand in einer Arztpraxis an einen Automaten gehen und dort seine Akte öffnen und einsehen und machen soll. Und natürlich ist das kein sinnvoller Weg. Das haben wir durchaus auch gewusst. Und deshalb steht es auch im Gesetz nicht drin. Da müsste man vielleicht mal nachlesen, bevor man solche Reden dann am Ende hält oder bei den Diskussionen dabei sein. Auf jeden Fall ist es ein gutes Gesetz. Klar ist, die elektronische Patientenakte, die ein wesentliches Kernstück unserer Digitalisierung ist, die kommt jetzt in Gang. Die wird zum 1.1. starten. Sie bleibt freiwillig. Ich kann sie machen oder ich kann sie nicht machen. Und ja, natürlich setzt das voraus, dass dann, um die Wahrnehmung der Patientenrechte sicherzustellen, denn die sind uns wichtig, das analoge System auch noch funktioniert. Wir können doch nicht jeden dazu zwingen, eine elektronische Patientenakte machen. Wir können nicht jeden dazu zwingen, ein Smartphone, ein Tablet, übrigens geeignetes Endgerät, das kann auch ein Computer oder was sonst auch immer sein, zu nehmen, um damit seine Patientenakte zu verwalten und sie zu machen. Nein, natürlich braucht niemand fürchten. Wir haben sogar ein Diskriminierungsverbot reingesetzt, dass, wenn er die Patientenakte nicht will in elektronischer Form, das für ihn oder sie Verschlechterungen hat. Das haben wir durchgesetzt, das steht im Gesetz drin. Also überhaupt kein Problem. Und insofern ist es wichtig und richtig, dass das Ganze jetzt kommt. Es hilft gerade den Patientinnen und Patienten. Und wir haben ja eine Menge weitere Dinge reingepackt, ob Zahnbonusheft, Impfausweis, Medikationsplan, Arztbericht, die Blutwerte, was auch immer. Ich habe endlich einen vernünftigen Überblick. Und ich habe diesen Überblick, wenn ich das will, in meiner Tasche. Nämlich ich habe sie auf meinem Smartphone dabei. Das heißt, ich habe sie in der Klinik, wenn ich reinkomme. Ich habe sie bei dem Arzt, der mich behandelt, wenn ich reinkomme. Ich bin in der Lage, jedem die Dinge zugänglich zu machen, von denen ich meine. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Selbstbestimmt. Bei mir liegt die Entscheidung, von denen ich meine, dass sie zugänglich gemacht werden sollen. Es bleibt freiwillig, es ist selbstbestimmt und wir sorgen dafür, dass es zunächst oberflächlich, dann aber ab 22 bis ins Detail selbstbestimmt ist, ein ganz wichtiger Aspekt. Es wird ein E-Rezept endlich auf den Weg gebracht. Was haben wir daran lange rumgewurschtelt und wie einfach ist es, mit einem solchen E-Rezept vernünftig die Wege einfacher hinzukriegen? Jetzt kommt das. Meine Kollegin wird dazu sicherlich gleich noch ein bisschen näher ausführen. Wir haben viele weitere Fragen auch im Bereich der Telemedizin natürlich noch mal angepackt. Und wir sorgen dafür, dass mehr Leistungserbringerinnen und Erbringer ins System kommen. Und mir persönlich war es da ganz wichtig, dazu wird meine Kollegin auch noch mehr sagen, dass gerade auch die Pflege endlich berücksichtigt ist, vernünftig berücksichtigt ist. Denn natürlich ist die Pflege ein wichtiger Teil an dieser Stelle. Ja, man hätte sich mehr vorstellen können. Der Vorwurf kam häufig. Warum nur Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und nicht auch Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten? Und an dieser Stelle sage ich deutlich, aber ich glaube, da bin ich in absoluter Übereinstimmung mit dem Ministerium, dem Koalitionspartner, am Ende muss das gesamte Gesundheitssystem selbstverständlich drin sein, muss jeder Leistungserbringer, jede Leistungserbringerin drin sein. Aber wir dürfen auch nicht überfrachten am Anfang. Deshalb haben wir ein vernünftiges, ein ausgewogenes Gesetz gefunden. Dem können Sie gut zustimmen. Und im Übrigen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie können die elektronische Patientenakte dann auch guten Gewissens von Ihrer Krankenkasse entgegennehmen. Das wird für Sie viele Vorteile haben. Ich freue mich darauf, dass wir das Gesetz heute verabschieden können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Heidenlüth. Die FDP-Fraktion hat ja auch einen Entschließungsantrag zum Gesetz vorgelegt und da fordert sie, sicherzustellen in einem Gesetzentwurf, dass Gesundheitsdaten zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf einzelne Personen liefern können. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich bitte zu Beginn festhalten, wir als FDP-Fraktion befürworten die Digitalisierung im Gesundheitswesen ausdrücklich. Es ist für die Versorgung der Patientinnen und Patienten ein großer Mehrwert, wenn Behandlungsdaten schnell verfügbar sind.
Und die Corona-Epidemie hat ja auch gezeigt, dass elektronische Krankschreibungen oder Videosprechstunden funktionieren. Wir befürworten auch die Einführung der elektronischen Patientenakte. Wir haben sie seit Jahren gefordert und deswegen sagen wir auch, es ist überfällig, dass sie jetzt kommt. Jetzt kommt aber das große Aber. Meine Damen und Herren, die elektronische Patientenakte benötigt doch von Anfang an einen rechtssicheren Rahmen, denn die Datenhoheit gehört in die Hand der Patientinnen und Patienten und nirgendwo anders hin. Wir müssen dafür sorgen, dass der Datenschutz und die Selbstbestimmung immer an oberster Stelle stehen. Das ist gerade bei solchen sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten ganz besonders wichtig. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Wenn allerdings im ersten Jahr der Patient lediglich die ganze Akte zur Ansicht freigeben kann oder gar nicht, dann hat das mit Patientensouveränität überhaupt nichts zu tun. Ein Alles oder Nichts fördert nicht die Akzeptanz, die für so ein wichtiges Projekt notwendig wäre, meine Damen und Herren. Deshalb ist unser Hauptkritikpunkt, dass im ersten Jahr der Patient eben nicht genau darüber bestimmen kann, wer seine einzelnen Daten einsehen kann. Daher haben wir einen entsprechenden Entschließungsantrag vorgelegt, der das regelt. Es ist doch wichtig, meine Damen und Herren, wenn zum Beispiel die junge Patientin beim Zahnarzt ist, dass sie selbst darüber entscheiden kann, ob er, was er einsehen kann und ob er sehen kann, ob sie vielleicht vor 3 Monaten einen Schwangerschaftsabbruch hat vornehmen lassen. Das ist Patientensouveränität. Das möchte ich umgesetzt haben in diesem Gesetz. Und wenn jetzt die Bundesregierung behauptet, dass das im ersten Jahr technisch nicht möglich ist, dann ist das einfach nur falsch. Die Anhörung, die öffentliche Anhörung, bei der Sie ja alle dabei waren, hat genau das Gegenteil gezeigt. Die erst ab 2022, es wurde ja gesagt, vorgesehene Möglichkeit, die Akte individuell freizugeben, die muss von Anfang an gewährleistet sein, meine Damen und Herren. Ja, und mit dem PEDSG, da bin ich auch mit allen anderen einig, hätte die große Chance bestanden, umfassend allen Akteuren Zugriff auf die EPA zu gewähren. Da hätten wir uns mehr gewünscht. Ich freue mich, dass ich gehört habe, das wird noch nachgereicht, denn wir benötigen ja eine umfassende digitale Zusammenarbeit aller Beteiligten. Nur dann ist es auch ein wirklicher Mehrwert für die Patientinnen und Patienten. Meine Damen und Herren, die medizinische Forschung ist immer stärker datengetrieben und benötigt natürlich auch Daten, die verwertbar sind. Selbstverständlich nur mit Einwilligung der Patientinnen und Patienten. Diese Forschung halten wir für wichtig. Das gilt übrigens auch für die private Forschung. Denn gerade die Corona-Pandemie zeigt doch, wie wichtig auch private Forschungsinstitute zum Beispiel bei der Suche nach Impfstoffen oder Therapiemaßnahmen sind. Aber bei der Nutzung von Daten zu Forschungszwecken ist es dringend erforderlich, dass eine Rückverfolgbarkeit auf Personen von Anfang an auszuschließen ist, meine Damen und Herren. Und die öffentliche Anhörung hat ja gezeigt, dass die Kryptographie das bereits ermöglicht, indem sie nämlich die Datensätze minimal verrauscht. Damit sind die Daten auch weiterhin wissenschaftlich verwertbar, lassen aber keinen Rückschluss auf die Personen zu. Und das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen sehr wichtig. Und dieser Aspekt fehlt leider in Ihrem Gesetz. Aber es gibt eine Lösung, nämlich unseren Entschließungsantrag. Kann ich Ihnen nur anraten, dem zuzustimmen. Meine Damen und Herren, mein letzter Satz. Die wichtige Digitalisierung kann nur mit einem hohen Datenschutzniveau gelingen. Das sehen wir in Ihrem Gesetz nicht. Deswegen müssen wir es leider ablehnen. Vielen Dank. Christine Aschenberger-Dugnus hier mit Problembeschreibungen und Lösungsvorschlägen. In ihrem Fall sieht das so aus, dass sie vorschlägt, dem Entschließungsantrag zuzustimmen. Ich habe das auch so interpretiert, Herr Kollege Sorge. Als nächster Redner der Kollege Dr. Achim Kessler, Fraktion Die Linke, das Wort. Achim Kessler ist gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Spahn, mit der Einführung einer unausgereiften elektronischen Patientenakte gefährden Sie die Akzeptanz des gesamten Projekts, und zwar sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch beim Gesundheitspersonal, das ja hinterher mit der elektronischen Patientenakte arbeiten muss. Das ist nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten, und das ist absolut kontraproduktiv im Sinne einer Digitalisierung des Gesundheitssystems. Denn vorerst können Patientinnen und Patienten nur die gesamten Daten ihrer Akte freigeben oder halt eben nicht.
Doch wozu braucht ein Orthopäde Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch? Wozu eine Augenärztin Informationen über eine Psychotherapie? Außerdem ist die elektronische Patientenakte zunächst nichts anderes als eine völlig ungeordnete und unstrukturierte Sammlung elektronischer Dokumente. Der Bundesdatenschutzbeauftragte stellt in ihrem Gesetz schwerwiegende datenschutzrechtliche Mängel fest. Und der Chaos Computer Club beklagt, dass beim Zugang zur elektronischen Patientenakte mit dem Smartphone nur ein mittleres Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Außerdem sei es kaum möglich, so der Chaos Computer Club, zu überprüfen, wer sensible personenbezogene Forschungsdaten erhält. Das Gesetz, meine Damen und Herren, es ist nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten, und deshalb lehnen wir es ab. Und es ist schamlos, Herr Gesundheitsminister, wie Sie und die Bundesregierung die Pandemie nutzen, die profitorientierte Digitalisierung unseres Gesundheitssystems voranzutreiben. Zwar wurde die Corona-App vom Chaos Computer Club und anderen Expertinnen und Experten datenschutzrechtlich als unbedenklich eingestuft. Doch es geht hier doch um viel mehr. Mit der Realität in den Corona-Hotspots, in der Fleischindustrie, in beengten Wohnblocks, aber auch in den Pflegeheimen hat diese Corona-App wirklich überhaupt nichts zu tun. Und auch wer sich das neueste Smartphone nicht leisten kann, ist von der Nutzung der App von vornherein ausgeschlossen. Es ist überhaupt nicht verwunderlich, wenn Amtsärzte zu Recht diese App als ein Spielzeug für die digitale Oberklasse bezeichnen. Und es ist kein Skandal, meine Damen und Herren, wenn Sie mitten in einer Pandemie einen großen Teil der Bevölkerung von einer Maßnahme zur Pandemiebekämpfung ausschließen. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Sie diese öffentliche Debatte um die Corona-App vor allem dazu betrieben haben, um von den drängenden gesundheitspolitischen Fragen abzulenken, die ja im Moment in der Pandemie wie unter einem Brennglas sichtbar werden. Während Sie für die App 68 Millionen Euro ausgegeben haben, bekommt der öffentliche Gesundheitsdienst gerade mal 50 Millionen Euro. Das ist verantwortungslos, meine Damen und Herren. Denn die Warnmeldungen der App, die sind doch vollkommen nutzlos, wenn die Infektionswege nicht durch einen funktionierenden Gesundheitsdienst unterbrochen werden können. Doch den haben Sie alle gemeinsam in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart, und das muss jetzt wirklich ein Ende haben. Sowohl die Corona-App als auch das sogenannte Patientendatenschutzgesetz dienen dem Zweck, uns an die kommerzielle Nutzung, um die Ausbeutung unserer Gesundheitsdaten zu gewöhnen. Meine Damen und Herren, die Linke weist das entschieden zurück. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge? Nein. Das neue Positionspapier, danach vielleicht, nach dem Punkt. Das neue Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion zum Gesundheitssystem spricht eine ganz, ganz deutliche Sprache. Ganz offen wird davon gesprochen, dass die Gesundheitswirtschaft Zugang zu dem, ich zitiere, Datenschatz des Forschungsdatenzentrums erhalten soll. Das sind die Gesundheitsdaten aller Versicherten. Damit soll nach dem Willen der Union die, ich zitiere, Innovationskraft des Standorts Deutschland im internationalen Wettbewerb gestärkt werden. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle verkommt Gesundheitspolitik zur Wirtschaftsförderung für die IT-Industrie. Sehr geehrte Damen und Herren von der CDU-CSU, hat Sie denn der Skandal um Philipp Amthor wirklich überhaupt nicht zum Nachdenken gebracht? Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich verstehe wirklich nicht, warum Sie das auch noch mittragen. Verstehen Sie denn nicht, dass Sie mit solchem Wirtschaftslobbyismus unsere Demokratie systematisch untergraben? Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass es einen hundertprozentigen Datenschutz nicht gibt und auch niemals geben wird. Aber wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann müssen die Patientinnen und Patienten wirkungsvoll gegen Schäden abgesichert werden, die durch den Verlust ihrer Daten entstehen können. Es ist für Geschädigte so gut wie unmöglich nachzuweisen, wenn sie zum Beispiel infolge von einem Datenleck ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb muss die geltende Delikthaftung durch eine Gefährdungshaftung ersetzt werden. Das bedeutet, dass schon der bloße Verlust von Daten zu einem Schadensersatzanspruch führen muss.
Ich bin mir sicher, dass das die Motivation zum Datenschutz bei den Anbietern gravierend erhöhen würde. Ich bin mir aber vor allem sicher, dass das für Patientinnen und Patienten einen wirkungsvollen Schutz gegen den Missbrauch ihrer Daten bieten würde. Von all dem, Herr Minister, ist in Ihrem Gesetz nichts zu lesen. Auch deshalb lehnen wir es ab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kessler. Ist das die Anmeldung zu einer Kurzintervention? Das müssten wir dann mitgeteilt werden, Herr Kollege Sorge. Ich kann das. Sie machen das schon proaktiv, weil er ja gesagt hat, ich bin in der Nachfrage. Ja, aber Herr Kollege Sorge, bisher war es nicht üblich, dass man Sie Zwischenfragen bestellt. Aber wenn Sie darauf jetzt gerne eingehen wollen, ich gebe Ihnen die Gelegenheit zu einer Kurzintervention. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Da der Kollege Kessler ja die Zwischenfrage nicht zugelassen hat, möchte ich das im Rahmen der Kurzintervention noch mal ein bisschen richtigstellen. Es ist ja nichts Neues, dass Sie die Diskussion über die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht chancengetrieben, sondern eher risikogetrieben führen. Und was mir dabei wirklich immer sehr, sehr sauer aufstößt, ist, dass Sie ein Zerrbild entwickeln und suggerieren, als würden die Patientinnen und Patienten überhaupt keine Lust auf Digitalisierung haben. Wenn Sie in dem Bereich unterwegs sind, beispielsweise bei den Chronikern, unterhalten Sie sich mal mit Typ-2-Diabetikern oder generell mit Diabetikern, mit Parkinson-Patienten. Die fordern uns alle auf, ihr müsst viel, viel schneller werden. Warum dauert das so lange? Wir diskutieren seit 2003 über die elektronische Gesundheitskarte. Wir diskutieren über digitale Anwendungen, die im privaten Bereich von vielen schon genutzt werden, wo wir teilweise über datenschutzrechtlich bedenkliche Dinge sprechen. Und im öffentlichen Bereich, wo wir jetzt mit der elektronischen Patientenakte, mit der Telematikinfrastruktur erstmals ein System schaffen, was mit sehr, sehr hoher Sicherheit ermöglicht, dass todkranke Menschen ihre Daten aggregiert, zusammengeführt auf einer elektronischen Patientenakte nutzen können, dass wir denen diese Möglichkeit freiwillig eröffnen. Und da tun Sie hier so, als wären Patientinnen und Patienten dagegen und wollen das nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb frage ich Sie auch ganz konkret, Herr Kessler, ist auch an Ihnen vorbeigegangen, weil Sie ja immer so tun, als sei das alles profitgetrieben, als würde im Gesundheitsbereich, Sie haben die Corona-App angesprochen, würden Gelder sinnlos ausgegeben. Wir haben jetzt ein Hilfspaket, gerade im Gesundheitsbereich, im Corona-Kontext gemacht, das seinesgleichen sucht. Wir machen jetzt im Bereich der Krankenhäuser über 3 Milliarden, die wir zusätzlich zur Verfügung stellen. Und insofern frage ich Sie, warum stellen Sie dann hier Thesen auf, dass wir für einzelne Anwendungen, die sehr, sehr klein sind, Corona-Warn-App war Ihre Thematik, dass Sie suggerieren, als würden nur dafür Gelder zur Verfügung gestellt und vergessen, dass auf anderen Wegen Milliarden zusätzlich zum Wohle der Patienten, die einen konkreten Mehrwert davon haben, zur Verfügung gestellt werden. Das würde mich wirklich mal interessieren, Herr Kollege. Punkt genau. Sie wollen antworten, Dr. Kessler, dann bitte. Herr Sorge, was Sie gerade gesagt haben, dass die Linke gegen eine elektronische Patientenakte ist, das ist ja überhaupt nicht zutreffend. Das habe ich auch gerade gar nicht gesagt. Wir sind allerdings gegen eine dilettantische elektronische Gesundheitsakte, die überstürzt eingeführt wird, damit der Minister seinen Ehrgeiz befriedigen kann. Da sind wir in der Tat dagegen. Und es ist nicht angemessen, eine Akte auf den Markt zu bringen, die es nicht zulässt, differenzierte Entscheidungen zu treffen, welcher Arzt und welche Ärztin welche Dokumente einsehen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie haben jetzt in dem Gesetz nachgebessert, dass die Versicherten mit der Gesundheitskarte endlich sicher authentifiziert werden. Sie haben über viele Jahre die Hinweise der Linken, aber auch der Grünen und vieler anderen ignoriert, dass die Ausgabe der Gesundheitsakte, der Gesundheitskarte völlig ohne Identifizierung stattfindet. Jeder konnte die haben. Der Chaos Computer Club hat das nachgewiesen. Das machen Sie jetzt endlich. Das wird die Nutzung der elektronischen Patientenakte verzögern, weil das natürlich jetzt ewig dauert, bis diese Identifizierung von allen Gesundheitskarten neu passiert ist. Da haben Sie geschlagen. Und jetzt machen Sie uns dafür verantwortlich. Das ist nicht lauter. So, dann ist das auch geklärt. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Maria Klein-Schmeink ist die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrter Präsident, lieber Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, man könnte nach der jetzigen Debatte den Eindruck haben, als ginge es nur darum, entweder Datenschutz oder Patientennutzen. Und wir brauchen endlich eine Diskussion, wo das zusammengeführt wird und das dann auch durchgestaltet wird.
Und es wurde eben darauf hingewiesen, wir haben jetzt das dritte Digitalisierungsgesetz. Verschwiegen wird dabei, dass 2004 eigentlich schon die elektronische Gesundheitsakte vorgesehen worden ist. Und wenn Sie sich dann mal überlegen, dass wir im Jahre 2020 sind, dann müssen wir sagen, wir haben einen sehr, sehr langen Anlauf genommen, einen zu mühseligen und stolpernden Weg genommen. Und da hat es sehr, sehr viele Bremser gegeben. Da war auch die FDP, die heute sagt, Digital First und Bedecken Second, war da ganz, ganz kräftig mit dabei. Aber das zur Vergangenheit, weil die eigentliche Frage ist ja, wofür tun wir das? Wir tun das, um Versorgung zu verbessern und die Patientinnen und Patienten im Versorgungsgeschehen zu stärken. Das muss die eigentliche Herangehensweise sein. Und da muss ich sagen, da setzt dieses Patientendatenschutzgesetz den Webfehler der vorherigen Gesetze leider fort. Es gibt immer noch nicht eine systematische Beteiligung von Patientinnen und Patienten auf allen Ebenen der Entwicklung und der politischen Entscheidung und der Entscheidung in den Gremien. Da müssen Sie nachbessern, dann wird das Produkt nämlich auch besser. Dann Vertrauen und Akzeptanz hat natürlich auch damit zu tun, dass ich sicher weiß, dass Datenschutz und Datensicherheit gewahrt sind. Und erstmalig nach einem so langen Diskussionsprozess haben wir jetzt zum Glück im Gesetz stehen, diese Akte ist freiwillig, diese Akte wird von den Patientinnen selber geführt und sie entscheiden auch darüber, ob ein Behandlungsdatum, eine Information in die Daten, in die Akte kommt, ja oder nein. Und insofern war diese Klarstellung mehr als überfällig. Das hätte nämlich auch viele, viele Bedenken, die es sonst im Raum gab, aber auch Unterstellungen verschiedenster Art, gar nicht erst möglich gemacht. Deshalb, da sind wir froh, dass diese Klarstellung endlich da ist. Dann kommen wir zu dem ganzen Bereich, wer kann denn eigentlich wie nutzen? Auch da vermissen wir, dass tatsächlich auf Patientenkompetenz gesetzt wird, dass daran gearbeitet wird, dass wirklich gut genutzt werden können, dass diejenigen, die eben nicht über digitale Kompetenz verfügen, tatsächlich einbezogen werden. Und da reicht es uns nicht, dass die Krankenkassen jetzt mal den Auftrag haben, sondern da brauchen wir natürlich die Patientenverbände im Boot, wir brauchen die Selbsthilfe im Boot, wir brauchen auch die Leistungserbringer im Boot, weil im Zweifelsfall gibt es immer eine Situation in der Praxis, wo aufgeklärt werden muss. Und da müssen Sie eine offensive Richtung digitaler Kompetenz starten. Alles andere wird dazu führen, dass diese Akte nur sehr zögernd angenommen wird. Dann der ganze Aspekt des Patientennutzens. Sie haben bisher immer noch versäumt, die gesamte Behandlungskette in den Blick zu nehmen. Es ist überhaupt nicht darstellbar, warum so verzögert endlich dann auch die anderen Heilmittelerbringer einbezogen werden. Es ist nicht darstellbar, warum die Pflege so zögerlich einbezogen wird, dass sie keine Schreibrechte erhält. All das führt dazu, dass gerade die Menschen mit einem erhöhten Unterstützungs- und Behandlungsbedarf sehr spät wirklich die Vorteile einer Patientenakte nutzen können. Und das, da muss ich sagen, da müssen Sie nachlegen. Da sind wirkliche Versäumnisse und da haben Sie echten Handlungsbedarf, damit diese Patientenakte, wie Sie eben sagten, zum Fliegen kommt. Dann sehen wir an dieser Stelle auch sehr, sehr deutlich, dass die Vernetzung im Gesundheitswesen vorankommen muss. Vernetzung bedeutet nicht nur, das Krankenhaus mit der Praxis zu vernetzen und der Apotheke, so als Klassiker, sondern wir müssen die gesamte Behandlungskette, wir müssen auch die Reha und die Pflege mit reinnehmen. Und da können wir nicht schrittweise in Gesetzesform in der nächsten Wahlperiode erst nachlegen, sondern das muss angegangen werden, weil sonst wird dieses wichtige Erlebnis
dass man tatsächlich koordinierte Leistungserbringung im Gesundheitswesen hat, zum Nutzen der Patienten einfach nicht erfahrbar sein. Und da müssen wir hin. Und da werden wir allen Beteiligten stramm auf den Füßen stehen und mit Nachdruck darauf drängen, dass Patientenbeteiligung ernst genommen wird, genauso wie den Datenschutz und die Datensicherheit. In diesem Sinne geht es voran. Wir werden uns enthalten, weil eben dieser Webfehler noch immer im Gesetz drin ist. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der Bundestag diskutiert über die elektronische Patientenakte und nun spricht auch der Bundesgesundheitsminister dazu, Jens Spahn, der hier den Gesetzentwurf eingebracht hat. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie ist für viele in unserer Gesellschaft eine schwere Belastung. Unternehmer, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, Kinder, die nicht in die Schule oder die Kita gehen können, Arbeitnehmer, die um ihren Job bangen. Aber es gibt in dieser Krise auch viele Entwicklungen, die Hoffnung machen, die Perspektive geben. Das Wir-Gefühl, das sich entwickelt hat in weiten Teilen der Gesellschaft, die Hilfsbereitschaft, die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen und ja, auch die Erfahrung der Digitalisierung, die vieles im Alltag in dieser Pandemie leichter gemacht hat. Und das galt und gilt auch fürs Gesundheitswesen. Videosprechstunden, Online-Sprechstunden, ob bei den Ärztinnen und Ärzten oder in der Logopädie. Eine Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes übrigens, wo wir gerade in 3 Monaten unter großer Anstrengung mehr schaffen als vorher wegen verschiedener Widerstände auf allen Ebenen in 20 Jahren möglich war. Endlich keine Labormeldung mehr per Fax, sondern seit 2 Wochen endlich auch digital. Da haben wir lange für gearbeitet. Jetzt konnten wir endlich die Widerstände brechen und das durchsetzen oder auch die Corona-Warn-App. Und das zeigt eben, es gibt dann Akzeptanz und Zustimmung. Heute haben Bürgerinnen und Bürger in einer Umfrage gesagt, 3/4 sehen der elektronischen Patientenakte mit positiven Gefühlen, mit Zustimmung entgegen, wollen sie gerne nutzen. Es gibt dann Akzeptanz und Zustimmung, wenn es im Alltag die Dinge leichter macht. Warum nutzen wir alle jeden Tag unser Smartphone? Weil es die Dinge leichter macht in der Kommunikation, in der Information, in der Umsetzung. Wenn es datensensibel ist, wenn die datenschutzrechtlichen Vorgaben stimmen, wenn es eben einen echten Mehrwert gibt. Und genau diesen Rückenwind, auch aus den Erkenntnissen, wie viel Digitalisierung nützen kann, wollen wir mit dem Patientendatenschutzgesetz dann auch langfristig fürs Gesundheitswesen nutzen. Wir wollen dafür sorgen, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen bei den Patientinnen und Patienten ankommt, aber auch bei allen, die behandeln, weil natürlich auch die Behandlung leichter wird, wenn Informationen verfügbar sind. Und es sind viele Anwendungen vorgesehen in der elektronischen Patientenakte. Der Mutterpass, der Impfausweis, dass die Behandlungsdaten überhaupt, dass man die Röntgenbilder nicht durch die Gegend tragen muss, ob in der Tasche oder auf CD-ROM. All das gibt es ja noch jeden Tag im deutschen Gesundheitswesen. Nirgendwo in Deutschland wird noch so viel gefaxt wie im Gesundheitswesen. Das wollen wir jetzt Schritt um Schritt ändern. Und ja, ich sage Ihnen, sie wird nicht ab dem 1.1. in allen Anwendungen gleich perfekt sein. Es wird nicht alles ab dem 1.1. gleich gehen in der Patientenakte. Wir müssen mal anfangen. Und Herr Kessler, wenn Sie das jetzt überstürzt nennen, nach 15 Jahren Debatte führen wir endlich die elektronische Patientenakte ein. Wenn das Ihre Definition von überstürzt ist, dann erklärt das einiges zu Ihrer Geschichtsaufarbeitung in den letzten Jahren an dieser Stelle. Das ist jedenfalls eine interessante Definition. Ja, ich frage mich sowieso manchmal, was eigentlich mit Ihrer DDR passiert wäre, wenn es Internet schon gegeben hätte. Dass Sie uns hier eine Rede halten zum Schutz von persönlichen Daten, ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber unabhängig davon, Datenschutz ist bei so sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten wichtig. Und zwar Datenschutz auf höchstem Niveau. Es gibt nichts Sensibleres für den Einzelnen, nichts Persönlicheres, Intimeres als die Daten über die eigene Gesundheit und insbesondere eben einer möglichen Erkrankung. Und deswegen legen wir Datenschutzstandards auf höchstem Niveau fest in diesem Patientendatenschutzgesetz. Und wir legen vor allem fest, dass diese Gesundheitsdaten auf deutschen Servern nach europäischem Datenschutzrecht zu verarbeiten sind. Was ich nie verstehen werde in der deutschen Debatte, ist, warum so viel mehr
am Ende Bereitschaft da ist, Apple, Google, Facebook oder auch Alibaba die eigenen persönlichen Daten jeden Tag zur Verfügung zu stellen, aber dann, wenn der eigene Staat einen Rahmen dafür setzt, Daten zu nutzen zum Wohle des Einzelnen oder auch anonymisiert, pseudonymisiert zur Forschung, zum Mehrwert für alle Patientinnen und Patienten, dann gibt es so ein Grundmisstrauen. Solange das so ist, Grundvertrauen in amerikanische Großkonzerne und ein Grundmisstrauen in den eigenen Staat, werden wir in der Digitalisierung nicht vorankommen. Und deswegen ist diese Debatte dringend zu führen. Und dass gerade Sie es lieber hätten anscheinend, dass Apple und Google die Dinge entwickeln, die bieten das jeden Tag an. Die Bürger wollen es nutzen. Und die Frage ist, machen wir Ihnen ein Angebot nach unserem Recht auf unseren Server? Und ich finde, wir sollten Ihnen dieses Angebot machen und das wird am 01.01. beginnen. Und abschließend würde ich mir, Herr Spangenberg, ich meine, das war ja irgendwie, wenn die ganze Alternative, die Sie hier zu bieten haben, irgendwie Skepsis, monotone, schlechte Laune mit Blick auf Digitalisierung ist, dann ist das nicht mein Verständnis davon, wie ich diese 20er Jahre gestalten will. Ich möchte nicht, dass wir Digitalisierung erleiden, ich möchte, dass wir sie gestalten, dass wir daraus einen Mehrwert machen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Patientinnen und Patienten, für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und deswegen geht es eben darum, manchmal auch mit ein bisschen Zuversicht und guter Laune an diese Themen ranzugehen. Ja, ich bin sehr dafür, auch die Probleme, die Risiken und die Datenschutzfragen zu sehen, zu diskutieren und zu lösen. Aber unser Grundverständnis ist, dass wir Digitalisierung gestalten wollen mit Zuversicht und guter Laune. Und das tut dieses Gesetz. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat hier geworben für das Gesetz für die elektronische Patientenakte, die ab dem nächsten Jahr verfügbar sein soll. Jetzt spricht Wieland Schinnenburg. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, das waren ja wieder mal salbungsvolle Worte von Ihnen. Aber ich möchte ein Thema schon mal aufgreifen, sagen, ja, Amazon, denen geben wir das, das finde ich auch nicht richtig. Der Unterschied ist, Sie vertreten den Staat und der Staat kann mit staatlicher Gewalt Daten erheben und Daten verarbeiten. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir allerhöchste Ansprüche stellen an den Staat, wenn er so etwas tut. Dieser Vergleich passt nicht mal, Herr Minister Spahn, das war nicht richtig. Das Zweite ist, alles, was Sie uns erzählt haben, ändert nichts an der Erkenntnis, dass mit diesem Gesetz Chancen verpasst wurden. Herr Kollege Sorge hat das ja zu Recht gesagt. Er sagte, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Das ist nichts anderes als die Erkenntnis, dieses Gesetz ist unzureichend. Und genau das ist auch so. Das haben Sie genau so gesagt. Es wäre so schön gewesen, wir hätten so schön ein Gesetz machen können, in dem man die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringt, in dem man den Ärzten die Arbeit erleichtert oder in dem man die Patientenrechte stärkt. Dann kam aber Minister Spahn und er hat eben viele Chancen verpasst. Lassen Sie mich das an 5 Beispielen erläutern. Man hätte zum Beispiel die Patientenrechte stärken können, hätte dafür sorgen können, dass die Patienten selbst entscheiden können, welche Daten sie ihrem jeweiligen Arzt geben. Dann kam Minister Spahn und hat gesagt, nee, das machen wir 2021 noch nicht, da kann man nur ja oder alles oder gar nichts verteilen. Chance verpasst. Zweiter Punkt. Wir hätten den Ärzten die Arbeit erleichtern können, indem man ihnen eine strukturierte Datensammlung anhand gibt. Minister Spahn hat das verhindert. Er hat jetzt gesagt, dass wir ein großes Sammelsurium von Daten sind, dadurch, die sich Ärzte jetzt durchkämpfen müssen. Erneut ist es so, dass Ärzte sich mit Bürokratie beschäftigen müssen, statt mit ihrer Behandlung. Chance verpasst. Drittes Beispiel. Wir hätten erreichen können, dass Teamwork im Gesundheitswesen erleichtert wird, indem alle Beteiligten, alle Behandler im Gesundheitswesen an diese Daten herankommen. Minister Spahn hat das verhindert. Logopäden und Ergotherapeuten haben gerade keinen Zutritt, obwohl es dringend notwendig wäre, dass sie diese Daten haben. Vierter Punkt. Wir hätten die Rettungshelfer auch einbeziehen können, dass sie nicht nur einen Notfalldatensatz bekommen, sodass sie sofort alle Daten bekommen können, die sie gerade brauchen, wenn sie einen unbekannten Patienten vor sich haben. Hat Minister Spahn verhindert. Chance verpasst. Fünftes Beispiel. Wir hätten die völlig überholte Telematikinfrastruktur endlich mal ablösen können durch eine neue Technik. Hat Minister Spahn verhindert. Im Gegenteil, er zwingt sogar Ärzte, diese überholte Technik einzuführen. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, trotz aller netter Rhetorik, Minister Spahn hat das Ziel verfehlt. Wir als Freie Demokraten wollen natürlich Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber für uns muss gelten, wo Digitalisierung draufsteht, muss auch was Vernünftiges drin sein. Und das ist bei diesem Gesetz nicht der Fall. Und deshalb lehnen wir es ab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die nächste Rednerin für die Fraktion SPD ist die Kollegin Martina Stamm-Fiebig. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, während meiner Zeit als Gesundheitspolitikerin hat nicht nur ich, sondern auch der Kollege Heidenblut immer auf sehr viel mehr Geschwindigkeit bei der Digitalisierung gedrängt. Und wir haben es gefordert, weil wir überzeugt sind, und auch meine Fraktion, dass sich die Qualität der Versorgung so stark verbessern wird wie mit keinem anderen Instrument zu dieser Zeit. Und dies gelingt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf. Nur ein paar Beispiele. Wir machen die elektronische Patientenakte für alle Versicherten nutzbar. Wir führen das E-Rezept ein mit der dazugehörigen App. Wir führen den digitalen Überweisungsschein ein. Und wir machen die Teleinfrastruktur insgesamt fit für die Zukunft. Und all diese Maßnahmen sind wichtig, denn sie bieten den Patientinnen und Patienten einen echten Mehrwert. Sie können uns helfen, die Herausforderungen, denen das Gesundheitssystem unmittelbar bevorsteht, natürlich zu meistern und besser zu werden. Und sie können uns helfen, vor allem für die älteren und chronisch kranken Menschen, sie besser zu behandeln, strukturschwache ländliche Gebiete medizinisch zu versorgen und die Bürokratie im Gesundheitssektor effizienter zu gestalten. Und diese Liste ließe sich jetzt beliebig fortsetzen, denn wenn wir über die Digitalisierung im Gesundheitssystem sprechen, müssen wir bei allen genannten Vorteilen aber auch über die Risiken sprechen. Und wir haben einiges dazu gehört. Es ist die Pflicht der Politik, dafür zu sorgen, dass mit den Daten kein Missbrauch stattfinden kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem vorliegenden Entwurf die Gratwanderung zwischen Innovation und Datenschutz meistern werden. Das Gesetz basiert auf einem sehr großen, breiten Abwägungsprozess zwischen Patienten, Daten und Datenschutz, bei dem wir uns immer wieder auch mit entsprechenden Experten beraten haben. Und es war mir als Patientenbeauftragte meiner Fraktion wichtig, dass hier Lösungen gefunden werden, die Vertrauen schaffen. Denn ohne das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werden wir keine Erfolgsgeschichte mit der EPA schreiben. Und ich bin voller Zuversicht, dass die EPA von vielen Versicherten, wir haben gerade was gehört darüber, wie viele schon sich dazu verständigt haben, dass wir ohne das nicht mit der Patientenkarte weiterkommen. Und endlich hört die Zettelwirtschaft auf. Sind meine Kinder schon groß, aber wie oft bin ich nach Impfpass und nach U-Untersuchungsheft und nach sonstigen Dingen gefragt worden. Ach Gott, freue ich mich für Zukünftige, dass diese Zettelwirtschaft endlich ein Ende hat. Patientinnen und Patienten können ab 2022 detailliert darüber entscheiden, welche Daten auf der EPA gespeichert werden und welche nicht und auf welche Daten zugegriffen werden kann und nicht. Und Herr Kollege Kessler, dazu gehört auch, und wenn wir schon über Gleichberechtigung sprechen, dass der Zahnarzt auch nicht wissen muss, was der Urologe macht. Der Hinweis auf die Schwangerschaftsabbrüche hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass diese fein detaillierte Berechtigungsmanagement, dass das gleich bereits jetzt beim Start stattfindet, aber das ist nun mal jetzt nicht so. Aber die jetzige Zwei-Stufen-Lösung kann man als guten Kompromiss mittragen, die gefunden wurde. Und anders als die Kollegin Aschenberg-Dugnus behauptet, bleibt die Entscheidung zur Speicherung schon jetzt bei den Patientinnen und bei den Patienten. Am Ende noch zwei Sätze zu den Terminals, weil es ja doch die ein oder andere Kritik und Diskussion gegeben hat. Nach reiflicher Abwägung sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die flächendeckende Einführung von stationären Geräten nicht die richtige Lösung ist. Und mir ist bewusst, dass der Zugang zur EPA natürlich barrierefrei gestaltet werden muss. Aber das bedeutet auch, dass Menschen ohne Smartphone auf ihre EPA zugreifen können müssen. Ich bezweifle aber, dass ein Großteil der Menschen, die kein Smartphone besitzen, am Ende an ein Terminal gehen, das in irgendeinem Raum steht. Zumindest, ich habe mich heute früh noch mal versichert, mein 78-jähriger Vater sagte, oh nee, Martina, das ist keine Option. Vielen Dank. Soweit Martina Stamm. Fiebig. Nächster Redner ist Stefan Pilsinger. Er sitzt für die CDU-CSU-Fraktion im Gesundheitsausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren,
bei der Verabschiedung des Digitale Versorgungsgesetzes im vergangenen November haben wir als CDU-CSU-Fraktion das Versprechen gegeben, digitale Lösungen für das Gesundheitswesen weiter voranzubringen und dabei den Schutz sensibler Patientendaten stets im Blick zu behalten. Und dieses Versprechen halten wir auch. Mit dem Patientendatenschutzgesetz schaffen wir heute die gesetzliche Grundlage dafür, dass digitale Kommunikation im Gesundheitswesen künftig noch reibungsloser und sicherer funktioniert. Dabei spielen Datenschutz und Datensicherheit eine ganz wesentliche Rolle. Denn nur so schaffen wir Vertrauen bei den Menschen. Und dieses Vertrauen ist ganz entscheidend, meine Damen und Herren. Denn nur wenn die Versicherten digitale Lösungen wie die elektronische Patientenakte auch nutzen, werden die umfangreichen Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung für sie auch spürbar. Und genau aus diesem Grund machen wir mit dem vorliegenden Entwurf deutlich, die Versicherten können auch in Zukunft darauf vertrauen, dass ihre sensiblen Gesundheitsdaten sicher sind. Mit der Digitalisierung ergibt sich die Chance, unser Gesundheitssystem auf die Herausforderungen der Zukunft auszurichten. Und den Weg dorthin haben wir sorgsam vorbereitet. Mit der Telematikinfrastruktur verfügt das deutsche Gesundheitswesen über eine eigene Datenautobahn für den verlässlichen und sicheren Transport von Gesundheitsdaten. Bereits ab dem kommenden Jahr sind die Krankenkassen zudem gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Versicherten eine elektronische Patientenakte anzubieten. Und das ist auch richtig, denn sie erleichtert nicht nur die Abläufe im ärztlichen Behandlungsalltag, sondern ermöglicht künftig noch präzisere Diagnosen und individuellere Therapien. Dabei können Befunde, Diagnosen, Medikationspläne oder Behandlungsberichte auch in Zukunft ausschließlich von befugten Personen eingesehen werden und auch nur dann, wenn die Versicherten dem ausdrücklich zugestimmt hat. Meine Damen und Herren, digitale Gesundheitslösungen sind die Zukunft. Dank immer mehr Anwendungsmöglichkeiten und einer steigenden Zahl von Nutzern können wir medizinische Ressourcen künftig noch sinnvoller einsetzen, Fachkräfte entlasten und die Patientenversorgung insbesondere in der Fläche noch besser organisieren. Digitale Lösungen unterstützen uns aber auch bei oft aufwendigen Behandlungen und Betreuung chronisch kranker Patienten. Telemedizinische Versorgungsangebote leisten schon heute einen wichtigen Beitrag dazu, die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Angebote wie die Telemonitoring oder Telecoaching können eine sehr sinnvolle Ergänzung zur hausärztlichen Versorgung sein. Ganz besonders möchte ich daher an dieser Stelle hervorheben, dass wir den Krankenkassen mit dem vorliegenden Gesetz endlich ermöglichen, ihre Versicherten aktiv und gezielt über solche wichtigen Versorgungsangebote zu informieren. Vor allem während der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass Risikopatienten von telemedizinischen Angeboten und digitalen Gesundheitsanwendungen in besonderem Maße profitieren. Denn dadurch kann der behandelnde Arzt den Gesundheitszustand seiner Patienten stets im Blick haben und im Notfall sofort eingreifen. Wir machen mit dieser Klarstellung deutlich, eine Information der Krankenkassen über lebensrettende Versorgungsangebote ist keine Werbung. Als Gesetzgeber haben wir mit dieser Regelung Hemmnisse beseitigt und Bremsen gelöst. Jetzt liegt es an den Kassen, ihren Versicherten diese neuen Versorgungsmöglichkeiten tatsächlich anzubieten und sie natürlich auch darüber zu informieren. Meine Damen und Herren, mit dem Patientendatenschutzgesetz setzen wir eine jetzt ganz konkrete Verbesserung für die Patientinnen und Patienten in unserem Land um. Deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung für dieses Gesetz. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Kollege. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Heike Behrens, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Das hat mal Anton Bruckner gesagt. Und ich denke, das haben wir getan mit diesem Gesetz, mit dem wir das Fundament dafür legen, dass alle Gesundheitsdaten der Patienten sicher verwahrt und geschützt bleiben. Denn es ist die Basis, um Chancen und Potenziale technischer und digitaler Innovationen umfassend nutzen zu können. Und das ist auch für die Pflege enorm wichtig. In einigen ambulanten Pflegediensten und Heimen gibt es längst echte digitale Leuchtturmprojekte.
Aber es gibt unter den Beschäftigten der Pflege auch viele, die sich schwer tun im Umgang mit technischen Neuerungen und digitalen Anwendungen. Und das liegt auch an der Sorge um die Datensicherheit. Und deshalb war es gut, dass wir so lange beim Fundament verweilt und es solide gebaut haben. Modellprojekte für eine zeitsparende, digitalisierte Dokumentation haben gezeigt, wie hilfreich und wertvoll digitale Anwendungen bei der Pflegeprozessgestaltung und auch für die Qualitätssicherung sind. Digitalisierung kann das Pflegepersonal von bürokratischem Aufwand entlasten, denn Pflegekräfte benötigen vor allem eines: mehr Zeit für die eigentlichen Kernaufgaben, für die direkte Arbeit am Menschen und für Zuwendung. Ich freue mich darüber, dass der Deutsche Pflegerat eine sehr fortschrittliche Positionierung zu diesem Thema vorgelegt hat. Er hat damit ein starkes Signal gegeben, diese Entwicklung aktiv gestalten zu wollen. Sie haben konkrete Vorschläge gemacht, von denen einige hier und heute in diesem Gesetz beschlossen werden. Und der Deutsche Pflegerat fordert zu Recht Mitwirkung an allen Prozessen ein. Dieses Angebot muss auf allen Ebenen ernst genommen werden. Nur wenn die Pflege direkt beteiligt wird, werden praxistaugliche Lösungen dabei herauskommen. Aber jetzt ist es auch an den Diensten und an den Einrichtungen, tatsächlich diese Möglichkeiten zu nutzen und sich eben der Telematikinfrastruktur auch anzuschließen. Damit Pflegekräfte natürlich immer nur mit Zustimmung der zu Pflegenden oder der Patientinnen und Patienten, damit sie direkt auf die benötigten Daten zugreifen können, führen wir einen elektronischen Berufsausweis ein. So wie Ärzte heute schon eine lebenslang gültige Arztnummer haben, können dann auch Pflegekräfte zukünftig unkompliziert mit ihrer Beschäftigungsnummer zeichnen und damit dokumentieren. Wenn die Datensicherheit in allen Stufen der digitalen Anwendungen gewährleistet ist, wenn die Pflege Zugriffsrechte hat, dann bieten sich auch vielfältige neue Möglichkeiten, um Versorgungslücken zu schließen. Ich will das mal am Beispiel der Wundversorgung veranschaulichen. Wir haben doch einen Mangel an speziellen Wundexpertinnen und Experten. Und gleichzeitig sind es oft pflegebedürftige, weniger mobile Menschen, die chronische Wunden haben. Regelmäßige Wundbegutachtung über Televisite gibt Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit und spart lange Wege, zum Beispiel in strukturschwachen Gebieten. Dafür haben wir wunderbare Beispiele auch in den Niederlanden kennengelernt, bis hin auch zu Smart-Home-Care-Lösungen, wo wir, glaube ich, hier in Deutschland schon noch vieles vor uns haben. Aber dafür brauchen wir genau dieses Fundament, das wir heute beschließen. Ich denke, es ist gut, dass wir mit diesem Gesetz dieses Fundament heute legen, um eben Digitalisierung auch für eine bessere pflegerische Versorgung zu nutzen und Pflegekräfte durch digitale Anwendungen zu entlasten. Lassen Sie uns gemeinsam auf diesem Fundament weiterbauen. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und die letzte Rednerin kommt von der CDU-CSU-Fraktion. Claudia Schmidtke sitzt im Gesundheitsausschuss. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn uns die Covid-19-Pandemie auch nur eine positive Erkenntnis beschert hat, dann was uns die Digitalisierung bereits jetzt bietet. Das hatte der Minister schon angesprochen. Damit meine ich nicht vordergründig die international beachtete Corona-Warn-App Made in Germany. Wir sollten uns mal vorstellen, wo wir vor 20, 25 Jahren standen, wenn uns die Pandemie zu diesem Zeitpunkt erreicht hätte. Ein Homeoffice, kaum praktikabel, Videokonferenzen, unvorstellbar, telemedizinische Betreuung, weder aus ärztlicher noch aus logopädischer Sicht möglich. Selbst vor 5 Jahren hätte uns diese Telemedizin schon vor Schwierigkeiten gestellt. Wir kennen heute, die Digitalisierung ist in unserem Alltag angekommen und sie hat richtig an Dynamik gewonnen. Und gleichzeitig haben wir erkannt, wo wir besser werden müssen, in der Bildungsbetreuung, auch in der Nutzung der digitalen Möglichkeiten durch den öffentlichen Gesundheitsdienst. Diese
Themen haben wir alle im Blick. Wir müssen sie im Blick haben. Ein Thema, das wir lange im Blick hatten und heute auf den Weg bringen, ist die lang ersehnte elektronische Patientenakte und alle ihre bereits genannten Einzelprojekte. Was bedeutet das konkret? Ich gebe Ihnen gern ein Beispiel aus meinem Berufsleben als Herzchirurgin. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich eine Spezialsprechstunde für Marfan-Patienten aufgebaut. Diese Patienten leiden an einer Bindegewebsschwäche. Chronische Patienten, diese Bindegewebsschwäche umfasst unterschiedliche Organe in unterschiedlicher Ausprägung. Und diese Patienten sah ich tatsächlich mit großen Tüten, es waren die Aldi-Tüten, denn es sind die größten gewesen, mit Röntgenbildern so einem Packen und einem dicken Aktenordner mit Arztbriefen und Befunden von Facharzt zu Facharzt laufen. Die Röntgenbilder sind mittlerweile immerhin auf CD, was es nicht viel leichter macht. Aber den Ordner gibt es noch immer, wenn es gut läuft. Nicht nur, dass diese Patienten nicht schwer tragen dürfen, es wäre insgesamt eine absolute Erleichterung für Behandelnde und Behandelte gleichermaßen, wenn die individuellen Patienteninformationen in einer elektronischen Akte verfügbar wären. Mit ihrer Einführung sind schwierige Fragestellungen verbunden. So ist in der heutigen Zeit kaum ein sensibleres Thema vorstellbar als die Vertraulichkeit der persönlichen Daten von Patientinnen und Patienten. Die Menschen fragen sich, ist gesichert, dass beispielsweise eine psychosomatische Erkrankung nicht an die Öffentlichkeit gerät, dass mir Nachteile daraus entstehen können. Und ich finde, es gibt eine kaum beachtete positive Seite dieser Fragestellung in Zeiten der Digitalisierung. Haben wir denn jemals zuvor so intensiv über Patientendaten gesprochen? Hat informationelle Selbstbestimmung in den analogen, papierbasierten Krankenakten eine derart herausragende Rolle gespielt? Die Digitalisierung verändert das Empfinden von Patientinnen und Patienten. Sie ermächtigt uns zu mehr, sie macht uns alle auch skeptischer, kritischer. Das ist eine positive Entwicklung. Und daher hat meine Fraktion auch von Anfang an klargestellt, dass es die Patientinnen und Patienten sein müssen, die entscheiden, was mit ihren Daten geschieht. Dass auch wer überhaupt keinen Zugang zu digitalen Möglichkeiten hat, keine Nachteile dadurch haben darf. Deshalb ist das vorliegende Gesetz ein Patientendatenschutzgesetz und deshalb trägt es diesen Namen auch zu Recht, meine Damen und Herren. Die EPA ist ein Meilenstein für unsere Gesundheitsversorgung, aber nicht als Selbstzweck. Ihr einziger Sinn und Zweck ist der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Wir wollen die Gesundheitsversorgung effizienter, vor allem aber effektiver bei der Bekämpfung von Krankheiten machen. Ich verweise gern auf die geschätzten Professorinnen Wopen und Wenderhorst und die gesamte Datenethikkommission, die völlig zu Recht die Politik ermahnt haben, auch auf die potenzielle Gesundheitsgefährdung bei Nichtnutzung der digitalen Möglichkeiten hinzuweisen. Wir schaffen die EPA, weil sie Leben rettet. Das gilt auch für die Nutzungsmöglichkeiten durch die medizinische Forschung und die Universitätskliniken, die sich in Corona-Zeiten als Herzmuskel unserer Krisenabwehr erwiesen haben. Die Sicherstellung von Interoperabilität, die Nutzung von FHIR als Codierstandard, der Kauf der SNOMED-Lizenz, die Einrichtung des Forschungsdatenzentrums und gleichzeitiges Ermöglichen der unmittelbaren Datenspende, all das unterstreicht die große Bedeutung der Gesundheitsforschung für uns alle. Das Patientendatenschutzgesetz stellt die Nutzung der digitalen Möglichkeiten zum Nutzen der Patientinnen und Patienten sicher. Es gibt Antworten auf ein neues Bewusstsein der Daten und damit Patientensicherheit, die Sicherstellung von Qualität und Innovationsfähigkeit. Für mich ist es ein Patientenschutzgesetz der digitalen Zeit. Ich bitte Sie um Zustimmung.